Hi Leute, ich bin Sascha Supertramp und das da ist das neue Projekt für 2019. VW T4 Multivan Classic, Baujahr 94, 1,9 TD Turbodieselmotor. Für 400 Euro gekauft. Leider sind auf beiden Seiten die Längsträger vorne durchgerostet. Ja, hi Leute. Bei mir geht's jetzt endlich mal weiter am roten T4 Bus. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange mal vorne links an. Weil ich muss ja diesen, ich sag mal, Querträger oder was haben wir gesagt, was ist das hier? Hier ist alles weggefressen. Die muss ich mal rausbohren da und abnehmen oder rausflexen. Mal gucken, wie ich das Ding da rauskriege. Und da habe ich schon neue besorgt, die sollen da reingeschweißt werden. Ja, und also werde ich hier probieren, mal diese Naht oder diese Verklebung hier frei zu bekommen. So, von innen habe ich jetzt hier mal die ganzen Kabel rausgezogen. Den hier schraube ich jetzt noch ab, den kleinen Sicherungskasten. Hier das Tuch kommt auch noch ab. Braucht man, glaube ich, nur hier an dieser Mutter da rauszudrehen. Und dann kann man das abnehmen. Ja genau, hier habe ich bin ich noch gerade dabei, diesen Karosseriekleber abzupellen. Ich mache das mit dem Föhn und mit dem Spachtel und das funktioniert soweit ganz gut, ist aber echt sau anstrengend. Und ja, jetzt packe ich mir hier die Bleche soweit frei, dass ich hier sehe, wo die Schweißpunkte sind. Dann probiere ich die aufzubohren und diesen Teil hier rauszunehmen. Da war ja hier unten sehr viel aufgefressen. Das hatte ich ja alles schon rausgeholt. Das habt ihr schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesehen. Jetzt steht das Ding hier 2 Jahre, ist natürlich nicht besser geworden davon. Ich habe auch hier mal probiert, das so abzumachen. Hier mal den ganzen Gummi-Quatsch, Karosseriekleber-Quatsch abzumachen, dass ich den hier rausbohren kann und so. Aber ja, da habe ich auch gesehen, dass der gar nicht hier am Ansatz, da wo viel geschweißt ist, da ist der noch schön fest und da ist er auch noch im Supermaterial. Schlecht ist der eigentlich nur hier unten und an den Flanken. Und deswegen werde ich wohl dahin gehen und werde nur die Sachen hier rausflexen und werde den auch nur unten an den Kanten neu einschweißen, da wo wirklich die Löcher sind. Da neue Bleche reinmachen und werde gar nicht das gekaufte Teil nehmen, sondern nur das alte hier reparieren. Weil hier vorne, das sieht alles noch okay aus. Da ist noch nicht zu viel Rost zwischen den Platten und so. Das werde ich weiter benutzen. Da kommt ein bisschen Rostumwandler drauf und so weiter. Ja, das mache ich jetzt mal alles hier ein bisschen sauber und flex die Sachen raus, die ich meine, nicht mehr zu brauchen. Das auf das blanke Blech geklebt. So, jetzt habe ich hier mal einen Schnitt gemacht mit der Flex. Die ganzen maroden Stellen hier sozusagen rausgeflext. Hab's noch nicht ganz rausgebröckelt. Hier komme ich nicht dran wegen dem Halter. Das mache ich gleich, wenn ich den inneren Teil rausgeholt habe. Mache ich das von innen mit der Flex. Komme ich da besser dran. So, so ungefähr saß das hier drin. So, und jetzt könnte ich das natürlich hier aus dem Teil so rausschneiden. Aber glaube ich nicht, dass das so passt wie das Original. Und dann müsste ich das eh nochmal anpassen. Ich werde jetzt mir mal eine Papierform machen und dann werde ich das aus meinem Blech nachbauen. Und hier das lasse ich mal fürs nächste Mal. So, jetzt habe ich mir hier eine Papierform gemacht. So, jetzt habe ich mir hier ein Blech gemacht. Jetzt habe ich mir hier ein Blech gemacht, was hier gut dran passt. So. Und
gibt. Und hier ist das dann noch ein bisschen offen. Plan ist aber, ich schweiße das erst hier fest und dann haue ich das hier, dann schweiße ich das da hinten weiter fest und haue das dann hier quasi dran und schweiße es dann immer fest, wo ich das dran geklopft habe. Weil, ja, dann ist das besser, als wenn ich das jetzt auf einen Schlag anpasse. Das ist nämlich sehr schwierig. Wenn das Blech dann heiß ist beim Schweißen, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber im Grunde habe ich hier mein Blech und dann kann ich nämlich das ganze Blech hier drin lassen und brauche nur einmal dieses Teil hier drauf zu schweißen und habe meine Probleme erledigt. So sieht übrigens hier die Hupe aus, die funktioniert bestimmt auch nicht mehr. Da habe ich eben mal hier den Schutz abgemacht. Ja, ist auch fix und fertig. Gut, also hier, das lackiere ich jetzt hier einmal noch innen mit Rostschutzgrundierung und dann kommt das da rein. Ich habe das Blech jetzt hier auf der Seite mal angeschweißt. So, und dann, wenn man auf der anderen Seite guckt, oder von unten auch, da habe ich das hier schon so ein bisschen ja, dran gehauen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden soweit bis jetzt. Ich frage mich gerade, warum ich das so lange vor mir hergeschoben habe, die Reparatur. Ja, soweit. Weil das jetzt alles auf der anderen Seite auch noch festschweißen, immer zwischendurch ein bisschen mit dem Hammer. Danach gehen nachher die verschleifen, die Nähte, damit man möglichst wenig davon sieht, dass ich da überhaupt geschweißt habe. Und dann kommt da Zeug drauf und dann ist das gut. So, hier ist das Blech einmal komplett reingeschweißt. So, hier das Loch, das soll so. Da kommt nachher der Aufkleber wieder drauf, nachdem das alles abgeschliffen ist. So, und hier sieht man dann nochmal die andere Seite, wie ich das gemacht habe. Ich habe das also mehr oder weniger durchgeschweißt, immer wieder dran gedrückt, dran gehämmert und eingeschweißt. Unten habe ich jetzt gar keine Löcher zum Fett reinsprühen, also Hohlraumversiegelung reinzusprühen. Aber das ist mir egal, das kriege ich da schon anders rein, das Zeug. Das mache ich von vorne und von oben. Und dann schleife ich das Ganze jetzt mal mit der Flex ab, mache mal die Nähte sauber. Einmal Rustumwandler drüber. Dass ich hier die Ecken und alles nochmal ein bisschen von Rost freikriege. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Rostschutzgrundierung vor. So, während das auf der rechten Seite alles schön trocknet, nehme ich hier mal auf der linken Seite, weil hier jede Menge Müll noch drin ist, Blätter, Nüsse und so weiter, habe ich hier mal einen Luftfilter rausgenommen und dann nehme ich hier nochmal diesen Wasserbehälter raus. Dazu muss man hier unten eine Schraube aufmachen oder eine Mutter und hier eine Mutter aufmachen. Und dann kann ich hier mal sauber machen und eventuell hier auch mal ein bisschen Rost wegmachen. So, hier mal ein bisschen durchgefegt. Aber da sehe ich hier schon wieder übelste, sehr üble Durchfressungen. Ja. Wow. Gut, das gehört glücklicherweise, oh krass, glücklicherweise zum selben Teil dazu. Ja, super, dann habe ich mir das Aufbohren von den Schweißnähten gespart hier. Gut, das ist einmal hier dieses Loch, der Rest sieht relativ gut aus. Gut, aber erstmal hier das Loch, das haben wir gesehen, das wird nachher auch noch ein bisschen blank gemacht und rausgeschnitten, was raus muss. Ja, und das ist dann genau
hier hat es dann durchgefressen. Ja, und hier werde ich wohl vorne das ganze Teil abschneiden. Ich sag mal von hier ungefähr bis hier oben hin. Hier so einmal schräg runter. So, und dann werde ich hier das neue Stück anschweißen. Ja, jetzt habe ich hier mit der Flex hier einen Schnitt hergemacht. Einmal und dann einmal hier unten einen Schnitt hergemacht. Bis einmal durch. Und dann habe ich hier auf der Seite einen Schnitt gemacht, der bis hier nach vorne geht. Also im Prinzip alles, was rostig ist, habe ich jetzt abgeschnitten. Und jetzt hängt der nur noch hier an zwei Schweißpunkten und da hinten ungefähr an einem Schweißpunkt drin. Und jetzt hatte ich mir gekauft einen Schweißpunktbohrer und den werde ich jetzt mal anwenden, oder beziehungsweise morgen. Und dann werde ich das Blech hier mal rausmachen. Ja, den ganzen Y-Träger hier reinzuschweißen, da fehlt mir die Lust zu. Das ist mir einfach zu viel Schweißpunktaufgebohre, um da hinten ein gutes Blech rauszuholen. Mache ich nicht. Ja, so sieht das Set dann aus. Hier sind einmal dieser Außenkranzbohrer und 5 Ersatzaußenkränze und 2 Ersatzspitzen. Und hier ist noch ein separater Schweißpunktaufbohrer. Die sind hier oben so flach angeschliffen. Ich guck mal, was jetzt von diesen beiden Systemen am besten funktioniert. So, diesen Kranzbohrer habe ich hier jetzt mal angewendet. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Der schneidet da gut durch. Man kriegt es aber vielleicht, je nachdem, wenn es schräg ist, weil man mit dem Bohrer mit der Bohrmaschine nicht so gut hinkommt, nicht 100% sauber. Hier in dem Fall ging es aber. Es ist relativ schwierig, da den richtigen Punkt zu finden und den auch ordentlich aufzubohren. Ich habe jetzt viel gewackelt und hier mit dem Meißel noch mal ein bisschen einfach das durchgeschert. Dabei habe ich auch das Blech oben beschädigt, weil die Schweißpunkte extrem gut halten. Ja, aber egal. Da schweiße ich nachher wieder zu. Das ist auch kein Drama. Ja, jetzt habe ich den hier schon so gut wie rausgewackelt. Der ist schon, hängt nur noch an dem einen Schweißpunkt dran. Hier vorne an dem. So, da habe ich ihn raus. Ja, das habe ich jetzt nachher noch abgerissen. Aber man sieht schon, die Schweißpunkte halten wie Pest. So, so sieht es jetzt unten drunter aus. Da sind eigentlich nur die Ränder hier verrostet. Hier der Rand und dann wird es schon wieder, sieht man hier, der Teil, der ist schon wieder richtig gut, da ist sogar noch der Original-Lack drauf, also da ist gar nichts dran. Das waren wirklich punktuelle Durchrostungen, die da passiert sind. So, jetzt mache ich das alles noch sauber, behandle das mit Rostumwandler. Hier können wir mal reingucken, da hinten sieht auch alles noch recht solide aus. Da ist auch noch nichts am Rosten. Ja, seltsam, ne? An einem Punkt gehen sie durch und dann anderen ist alles in Ordnung. So, ich habe mir jetzt von dem Neuteil hier mal so Markierungen gemacht. Oder auf dem Neuteil so umlaufende Markierungen gemacht. Das Teil hier vorne, die Spitze, die brauche ich. Das ist so mehr oder weniger geschätzt. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel wegschneide und dass ich das dann schön mehr oder weniger saugend da rein schweißen kann. Also ich will das, wenn es geht, nicht überlappen, sondern einfach das komplett auf Stoß da rein schweißen. Mal gucken, ob mir das gelingt. So, jetzt habe ich mir hier mit der Flex das so rausgetrennt und habe jetzt hier das Stück, was ich hoffentlich brauche. Ja, eine ganz dumme Sache. Und zwar, wenn ich das Blech, das ist auch halbwegs vernünftig da ausgeschnitten, so kann ich das brauchen, so könnte man das anpassen. Das passt mir also sozusagen. Hier ist das auch okay an der Seite. Hier sieht man das, da muss ich auch noch ein bisschen anpassen, aber im Grunde ist das okay, das sitzt so. Hier noch ein bisschen die alten Schweißpunkte reinhauen und dann habe ich aber hier oben eine riesen Lücke, hier hinter dem Halter da von der Stoßstange. So kann man es sehen. Da ist eine 2 cm Lücke, wo der Holm hier so, also ich sag mal hier, so runter geht. Und dann habe ich mal geguckt, beim anderen Teil ist das auch so, aber bei meinem alten Teil war das
ging der Holm hier so gerade her. Also der muss hier oben gerade sein und nicht hier so einen Knick machen. Ja, toll. Habe ich nur 90 Euro oder 80 Euro für ausgegeben für die Teile. Und ich kann die jetzt gar nicht gebrauchen. Natürlich brauche ich die trotzdem. Ich muss mir jetzt irgendwie Gedanken machen, wie ich den Knick hier rausprügeln kann und den quasi hier noch ein bisschen höher gehen lasse und dann hier gerade mache. Ja, ist natürlich nicht optimal. Ist eigentlich eine ganz schlechte Sache. Es gibt eine kurze Front, eine lange Front. Vielleicht habe ich das falsche Teil rausgesucht. Vielleicht haben die das falsche Teil geliefert. Keine Ahnung. Ja, ich passe das jetzt irgendwie an. Ich probiere das hier gerade zu prügeln und schweiße das dann irgendwie wieder da rein. So, jetzt habe ich hier oben ein Stück rausgeflext. Den ganzen oder vieles von dem schlechten Material. Den Rost rausgeschnitten. So, und jetzt habe ich mir hier irgendwo da ein Blech gebogen. Ungefähr so. Dann wird das nachher noch da festgehauen. Auf der rechten Seite, da schweiße ich das bündig an und ja, dresche das dann da rein und dann kommt der Rest, wird mehr oder weniger von oben geschweißt, aber von unten überlappend, wenn überhaupt überlappt, dran gemacht. Ja, so ungefähr soll das laufen. So, und jetzt hier wie gehabt, punkte ich das immer an den Stellen, wo es am besten liegt, punkte ich es gerade dran und den Rest, den schlage ich mit dem Hammer dran und punkte den dann fest und dann bei Bedarf werden dann nachher hier, wo es dann gerade geht, wo es gut passt, ziehe ich auch dann mal eine kleine Naht. So, hier geht die Reise immer weiter. Jetzt habe ich hier den Teil schon einmal festgeschweißt. Jetzt klopfe ich das von unten hier noch dran, die Lücken zu. So, hier in das Teil mal ein bisschen Rostschutzgrundierung reingesprüht. Ich war zu faul zum Streichen. Wäre besser gewesen, aber so ist auch okay. Wird nachher eh noch Hohlraumversiegelung reingemacht. Hier mal angesprüht, damit die Flächen so mehr oder weniger grob versiegelt sind. Ja. So kommt das jetzt da dran. Und dann sitzt das da und dann muss ich das hier auf der Seite muss ich das festdengeln, weil da habe ich das komplett umgebogen, um diese Macke da rauszumachen, um dieses Dreieck da rauszumachen. Ja, das probiere ich jetzt mal einzuschweißen. Ich habe den jetzt als erstes hier an der Ecke festgepunktet und dann bin ich irgendwo, habe ich hier noch einen Punkt gemacht oder hier einen Punkt gemacht und dann hier außen und hier und hier und hier und habe das im Prinzip hier mal so angeheftet mit ein paar Punkten. Ihr wisst ja von Finn Kliemann, ein Punkt hält eine Tonne. Das ist jetzt hier alles noch nicht wirklich, noch nicht wirklich angepasst. Das muss ich nachher alles dran hämmern. Das steht hier noch ein bisschen weit nach außen. Ich glaube, ich muss den ein bisschen insgesamt den Holm noch ein bisschen zusammenquetschen. Hier unten habe ich den dann auch noch mal festgeschweißt. Ja, jetzt werde ich die andere Seite hier einmal zuschweißen. Dann werde ich hier ganz viele Punkte machen oder auch sogar ein paar Nähte. Mal gucken, dass das wieder so mehr oder weniger ein Stück ist. Und dann werde ich hier das mit Holzklemmen ein bisschen zusammendrücken und dann wahrscheinlich von hier aus hochschweißen, immer weiter andrücken. Und anhämmern. So hatte ich das mit den Schraubzwingen gemeint. Die ja, setze ich jetzt an, drücke das alles ein bisschen bei, dann kommt das auch. Hier vorne habe ich das schon mal ein bisschen zusammengehämmert dann. Hatte ich erst hier eine Schraubzwinge noch dran, zusammengehämmert. Sieht man das, geht das auch ein bisschen rein und dann hier nochmal ein bisschen hochgehämmert. So, hier sieht man das mit den Schraubzwingen. Da zwinge ich das quasi zusammen. So, hier mal vorne angefangen zu schweißen, dann dran geprügelt und ja, dann habe ich jetzt erstmal hier die Kante verschweißt an dem oberen Teil. Jetzt habe ich mir halbwegs dran geprügelt, ja, und das einzige, was richtig doof ist, ist, dass ich jetzt hier noch eine Lücke habe, aber hey, da muss ich halt hier zwei Schweißnahten machen, eine rechts, eine links. Dann setze ich da nämlich irgendein Abfallstück rein, da habe ich genügend und schweiß das mit bei. Was soll's, ja. Hier habe ich das einmal von oben geschweißt, also jetzt fertig geschweißt, auch hier diese Löcher dann mal zugemacht. Von unten schweißen ist, ja, fallen die Tropfen immer runter und deswegen kriegt man da nicht so eine schöne Schweißnaht. Und hier habe ich halt so ein Abfallstück mehr ausgeschnitten, einfach so einen dünnen Streifen, habe den da drauf gelegt und habe das dann hier zugeschweißt. Hier im Senkrechten geht es besser. Ja, auf beiden Seiten wieder festes Material, wo vorher
dicker Rost war. Ich schleife jetzt da noch die Schweißnähte ein bisschen runter, damit das halbwegs gut aussieht. Und dann kommt da Rostumwandler, Rostschutzgrundierung und Unterfahrschutz, hier so Bitummüll mache ich da drauf. Und vor allen Dingen immer innen drin Hohlraumversiegelung reingemacht. Das ist A und O bei den Teilen hier. So, ich habe jetzt nochmal den Frontträger da vorgehalten, vor das Auto. Und wollte mal gucken, ob das passt. Und ja, das passt logischerweise auch soweit ganz gut, weil hier habe ich ja vorne gar nichts verändert. Das ist ja noch das Originalteil, da habe ich ja nur hier hinten was eingeschweißt. Dementsprechend gehen die beiden Schrauben hier auch rein, das passt. Aber hier, da passt es nicht. Da muss ich noch was machen. Und zwar, ja, ist das Loch hier viel zu weit links oben. Ich hätte das beim Einschweißen, hätte ich das hier schon mal dran halten müssen, war ich aber zu faul für. Ich sag mal, das vielleicht schon festschrauben und dann erst hier hinten festschweißen, festgeschraubt, im festgeschraubten Zustand. Da hätte ich mir jetzt den nächsten Punkt, den ich hier mache, sparen können, weil jetzt werde ich hingehen und werde die Mutter hier wohl abflexen und hier einfach ein passendes Loch reinbohren, wo ich das dann ja einfach festschraube. So, ich habe jetzt erstmal von hier hinten die Mutter abgeflext. Die saß hier hinten auf dem Loch drauf und dann habe ich von hier vorne habe ich dann einfach ein 8,5er Loch gebohrt und da kommt eine 8er Schraube durch, dann nehme ich auch neue Schrauben hierfür, habe ich mir schon rausgesucht. Ja, dann kann man das wieder festmachen. Das passt also soweit alles, der Frontträger. Ja, jetzt alles nochmal rausnehmen und dann mache ich noch die Sachen, hier den Rost im Motorraum weg. Hier vorne, da werden bestimmt noch ein paar kleine Sachen sein, hat aber, und auch auf der anderen Seite hier drin, da will ich auch nochmal sauber machen und da werde ich auch die eine oder andere Roststelle finden. Das seht ihr dann aber alles im nächsten Video, weil für dieses Video bin ich fertig. Die Dinger sind eingeschweißt. Das passt alles soweit. Da ist jetzt mal wenigstens Grundierung drauf. Da schmiere ich nachher noch zum Schluss, wenn ich hier mit fertig bin mit dem Wagen, unten nochmal richtig Boden, unter Bodenschutz drüber. Und ja, wie man hier sieht, ich habe hier noch viel in der Gegend zu machen. Deswegen baue ich hier auch gar nichts weiter an, sondern das bleibt jetzt alles mal so. Ja, Querträger sind eingeschweißt. Das passt alles, das ist alles so in Ordnung für mich, das ist stabil, das hält. Ja, so gesehen war es das. Sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt am Bus dranbleiben, das heißt, ich werde jetzt immer hier weiter die Reparaturen machen, bis das Ding fertig ist. Ich habe nämlich sonst nichts Großartiges anderes auf der Agenda. Habe zwar noch ein, zwei kleine Projekte, die ich, oder große Projekte, die ich verfolge im Moment. Das seht ihr aber dann so gegen Weihnachten, werde ich die Dinger wohl hochladen. Bis dahin machen wir einfach den roten Bus weiter und denk mal, vielleicht kommen wir da ja noch ein bisschen weiter mit vorm Schnee und vielleicht kriegen wir ja sogar fertig. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken, Abos und so weiter. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.